Eine Regel bei solchen Themen, eine Regel. Programme, Geräte, Programme, sage ich jetzt Spiele. Es gibt, diese Sachen sind eigentlich von den Normalitäten, Gewohnheiten. Was du damit machst, machst du das zu Haram oder machst du das zu Halal? Das heißt, du kannst TikTok haben, aber es gibt Personen, die TikTok hat und der macht das oder Facebook oder YouTube und so weiter, der benutzt das für Haram-Sachen oder für Sachen, die unerwünscht sind. Dann trägt man die Verantwortung vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt jemanden, der TikTok oder YouTube und so weiter zum Beispiel für Dawa benutzt. Dann wird man das auch sehen und am letzten Tag sehen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb an sich selbst ein Gerät zu benutzen, ein Gerät oder ein Programm zu benutzen. Zum Beispiel, du hast einen TV-Schirm, ja, Bildschirm. Ja, du kannst mit TV etwas Haram anschauen und du kannst etwas Gutes anschauen. Da kann man nie sagen, ja, weil die Leute jetzt mit TV-Schirm Haram sehen, deshalb ist es verboten. So geht es nicht. Okay? Das heißt, was du damit machst, ist maßgebend. Und bei solchen sozialen Medien und sowas, ich weiß auch, dass es eine große Fitna ist. Große Fitna. Heute zum Beispiel, viele Muslime wissen nicht viel über ihre Religion, dann kommt so was, jemand redet über etwas und der bringt dir irgendein Hadith oder eine Überlieferung, du kennst das nicht und dann bekommst du Zweifel. Manchmal in deiner Religion oder manchmal, ob du richtig bist oder falsch bist. Und deshalb, das ist eine große Fitna, solche Sachen. Was? Und manche Leute sitzen 10 Stunden, 15 Stunden nur TikTok. Manche auch verdienen Geld und die verdienen, viele verdienen Geld durch diese Influenza, Nasallah al-Afi, die verdienen damit Geld. Ja, mit Werbung und so weiter. Ich meine, überleg dir jetzt, ein Muslim macht Werbung für Alkohol. Das darf man doch nicht. Sag ja, aber was soll ich machen? Da brauche ich in TikTok meine Anhänger, meine Fan und so weiter. Möge Allah subhanahu uns bewahren. Aber das ist eine Fitna, da soll man aufpassen. Und du sollst auch wissen, wenn du sowas machst, dann musst du darfst nicht übertreiben. Du machst das nur in Falle, dass du etwas daraus lernst. Aber heute, egal wer du bist, wenn du TikTok, Facebook und sowas hast, YouTube und sowas, da kommst du in Haram, da kommst du in Haram. Ich meine, jedes Video, du willst ein Video nur, du willst nach oben ziehen, da kommt Musik, da kommt jemand halbnackt, da, 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 da.